So Leute, herzlich willkommen zum nächsten Projekt. Und zwar geht es, meinen alten Kanal quasi wieder aufleben zu lassen und die Spiele, die ich damals gespielt habe, nochmal zu spielen. Und es geht auch gleichzeitig als, naja, ich habe ja schon auf meinem Kanal ein Let's Play von Star Wars Battlefront 1 gemacht. Das habe ich auf meinem alten Kanal nicht, aber ein Let's Play von Star Wars Battlefront 2 dürfte sicherlich Wiederholungsmaterial sein. So, und zwar habe ich da noch einige Mods draufgeknallt. Das Battlefront 1 Conversion Pack, das hier, wie man im Soforteinsatz sieht, die gelben Missionen sind jetzt nochmal was anderes, aber hier zum Beispiel gab es damals nicht die Geonosis Turmspitze oder Kashyyyk Docks und Inseln, das gab es alles in Battlefront 1, aber nicht im zweiten Teil, da gab es ungefähr nur, ihr seht diesen Regler, naja, in normalen Battlefront 2 ist der hier gar nicht, also, naja, nicht wirklich, da geht's vielleicht, ja, nochmal runter zu Yavin 4 und toll, dann war's das schon. Tja, und außerdem noch den Patch 1.4 oder 1.3. Bin ich mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es war dann doch 1.4. Der ist inoffiziell und fügt noch einige coole Sachen damit ein. So, das ist jetzt aber erstmal unwichtig. Deswegen werden wir jetzt erstmal die Kampagne starten, gleich mal. Ich könnte hier natürlich auch in Probleme geraten mit den ganzen Rechten und so von der Musik. Und so, die ganzen Musikstücke sind ja auch alle geschützt und sind beim Star Wars Let's Playen auch meistens das Problem. So dachte ich mir, vielleicht kann ich ja die Musik ausmachen, aber dann ist ja auch die ganze Atmosphäre weg. Atmosphäre juckt mich allerdings nicht und deswegen mache ich die Musik aus. Man hört nichts mehr. Außer halt die ganzen Systemsachen und so. Damit auch meine Parts nicht gesperrt werden. Ziemlich schade, aber hey, das ist leider ein notwendiges Übel. So, und bevor ich jetzt noch mehr Zeit verliere, werde ich gleich mal ein neues Spiel starten und möchte auch die Trainingsmission spielen. So, das im Ladebildschirm konnte ich bei meinem alten Rechner auch noch lesen, da war die Ladezeit noch lang genug. Allerdings werde ich das hier lassen. Moment, Moment, Moment. Ah, scheiße, das kann ich jetzt nicht mehr abbrechen. Verdammt, jetzt hört man nämlich den Sprecher von dem Filmchen nicht, das gleich kommt. Die Großarmee der Republik kommt erstmals auf den Ebenen von Geonosis zum Einsatz. Eingeführt wird... Ja. Mein erster Tag bei der 501. war heiß, sandig, chaotisch und ganz anders als die Simulation auf Kamino. Natürlich ging es uns allen so. Das ganze Heranzüchten, die ganzen Jahre der Ausbildung, das alles bereitet einen nicht wirklich auf die Schreie oder auf das Blut vor, oder? Ehrlich gesagt wundere ich mich immer noch, dass wir Stunde 1 überlebt haben. Ganz zu schweigen vom ersten Tag. So, nachdem man überhaupt nichts gehört hat, vielleicht gibt es ja einige Hellhörige unter euch und dann konntet ihr das eventuell noch hören. Aber, naja, also das ist jetzt eigentlich bloß die Trainingsmission auf Geonosis, wo wir jetzt lernen, mit jeder Einheit umzugehen und einige neue Features auch kennenlernen werden. Deswegen werden wir jetzt gleich mal mit der uns als einzigen verfügbaren Einheit der Klontruppe einsteigen. Die Zeit der Simulationen ist vorbei, Soldat. Dies ist ein echter Kampf und wenn Sie hier versagen, lernen Sie echte Schmerzen kennen. Und jetzt raus da! Moment, ich kann hier vielleicht noch das ein oder andere nochmal machen. Spiel. Ha, Filmuntertitel ein. Das wollte ich machen, genau. Ist zwar an sich auch ziemlich winzig, aber was soll's, das ist immerhin etwas. So, die Sichtweite mache ich jetzt mal höher und die Teildistanz auch. Das macht im Spiel nichts aus. Leuchten ein, aha. Ja, in der Kampagne macht das nichts. Bei den Maps, die noch hinzugefügt wurden vom Conversion Pack, in der ja keine in der Kampagne vorkommt, könnte das zu Komplikationen führen und das Spiel könnte einfach nur so schließen. Da müsste ich mir hier allerdings keine Sorgen machen. Dann lasse ich das lieber auf guter Qualität. Naja, das Spiel ist betagt. 2005 kam es raus, also das ist jetzt schon fast 10 Jahre her. Also, naja. Sachen, die das Ganze auch noch hinzugefügt habe, ist hier die Fake Console. Und die freie Kamera. Fake Console, damit kann man cheaten. Hier, die Verstärkungen kann man machen. Und Kill All Units, Number of Bots, Unlock Hero. Und natürlich auch Regeneration kann man einfach so anmachen. Brauchen wir hier aber alles nicht. Wir sind und bleiben cheatfrei. Und kriegen unsere erste Mission. Es gab Berichte von Aktivitäten am Kontrollpunkt Alpha. Gehen Sie hin und sichern Sie den Bereich.
Moment. Ja, wir gehen gleich zu Kontrollpunkt Alpha, ich schwör's euch. Machen wir mal hier 40% an Musik. Auf 30. 30% von diesen 40. Mag ich jetzt nicht ausrechnen, ist auch Wurst. Da ist Kontrollpunkt Alpha. Geh ich mal hin. Aufklärer der Droiden wurden im Bereich entdeckt. Schalten Sie sie aus, bevor sie sich unserer Position nähern. Yep, das machen wir. Sarge, oder was auch immer du bist. So, da sind schon mal zwei gerichtet. Da kommt schon der dritte. Gute Arbeit. So. Hoffen wir, dass diese Aufklärer es nicht zu ihrer Armee zurückschaffen. Machen Sie jetzt diesen Feuerregen-Droiden mit ihren Thermaldetonatoren fertig. Alles klar. Also das bis jetzt kennen wir es ja alles, also ganz normal. Wow. Zack. Gut, aber die Hauptarmee ist hierher unterwegs. Nehmen Sie das abgestürzte Techno-Union-Schiff ein und sorgen Sie für einen sicheren Stand für unsere Truppen. Okay, nehmen wir mal ein. Kennen wir ja auch. Eroberungsmodus, ganz normal. Das müsste geläufig sein. So, und da sind jetzt natürlich noch feindliche Truppen. Die sind jetzt auch nochmal dazu gespawnt worden. Unsere Truppen brauchen Gesundheit und Munition. Gehen Sie zum Techno-Union-Schiff und wechseln Sie am Kommandoposten zum Techniker. Wir wechseln zum Techniker. Was ihr gerade gehört habt, das wird ganz normal werden. Das ist der Soundbug beim Aufnehmen von Battlefront 2. Battlefront 2 lässt sich nun mal nicht gerne aufnehmen. Das war auch jetzt noch lang nicht mein erster Versuch, das ganze Ding zu machen. Wenn ich nicht MSI Afterburn gefunden hätte, dann hätte ich lange warten können. So, jetzt haben wir mal den Techniker. Mit Ihrem Fusionsschneider den Gesundheits- und Munitionsdroiden. Okay, Gesundheits- und Munitionsdroiden, da sind wir. So, mit Fraps und mit Bandicam habe ich es versucht. Das ging nicht. War unmöglich. Sehr gut, Soldat. Und ein paar Einschränkungen hat es dann auch. Haben eine Kolonne Spinnenkampfläufer geschickt. Gehen Sie zum ATTE und machen Sie schnell. Gut. Moment. Ah, okay. Also die Einschränkungen vom Aufnehmen hat das Spiel dennoch immer. Jetzt schalten Sie ein paar dieser Kampfläufer aus, bevor Sie ernsthaften Schaden anrichten. Okay, okay, das muss ich nicht extra sagen. Du hast doch schon gesagt, dass sie da so nicht in den ATTE rein soll. Der Trojaner hat's erwischt und er hat ein Holocron aufs Dach des Techno-Union-Chefs fallen lassen. Wechseln Sie an einem Kommandoposten zur Jet-Truppe-Klasse. Okay, gut, mach ich. Das macht mir doch nichts aus, denn Thermaldetonator, leider. Du, Sodo! Okay, ich sollte es lassen. Nein, ich sollte es nicht. Das, die Einheit will ich. Die Jet-Truppe. Um an das Holocron auf dem Dach zu kommen. So. Benutzen Sie jetzt Ihre Sprungdüsen, holen Sie das Holocron und bringen Sie es zum Kontrollpunkt Alpha. Wer weiß, was für Geheimnisse sich darin verbergen. So, jetzt kann man mit einem doppelten Leertastedruck auch rumjetten. Ja. Und zum Kontrollpunkt Alpha bringen. Unser Sprung ist, während wir das Holocron in der Hand haben, deaktiviert. Das Holocron wirkt jetzt wie eine Flagge. Und da ist unser Abgabepunkt. Ui. Die KOS hat sich im Klippenbunker verkrochen. Gehen Sie hin und übernehmen Sie ihn. Das verschafft uns einen großen Vorteil auf dem Schlachtfeld. So, jetzt haben wir einige Droiden hier, die hier da oben den Bunker einnehmen wollen oder haben oder ihn von Anfang an hatten. Das ist jetzt im Grunde egal. Ich muss ihn besitzen. Und deswegen schmeißen wir einen Thermaldetonator hoch. Und damit erledigen wir auch gleich mal drei Leute. Und gleich nochmal einer schmeiße, du. Ah, das wirkt leider nicht. Die sind jetzt alle... ja! Das macht Spaß. Okay, aber jetzt war Schluss mit lustig. Jetzt muss ich hier den blöden Kontrollpunkt einnehmen. Wow! Haut ab! Haut ab! Warum überlebst du? Und du? Ihr habt nichts zu überleben. Okay, so ist gut, so ist brav. Sehr gut. Wir brauchen ein paar Scharfschützen, um einige Droiden auszuschalten und die KOS-Truppen zu schwächen. Schnappen Sie sich ein Chen-Char-Scharfschützengewehr und schalten Sie ein paar Droiden aus. Was ist ein Chen-Char-Scharfschützengewehr? Ein Char-Char-Scharfschützengewehr.
So, jetzt haben wir es gerade übersprungen. Allerdings können wir auf M was. Alle als Scharfschütze 3 feindliche Droiden zerschießen. Das müssen wir machen. Auf M können wir unsere Mission anzeigen lassen. Und da haben wir den ersten verfehlt. Scheiße. Ah, den Hammer. Ah, vielleicht mal die Reichweite ändern. Zack. Bam. Bam. Ach, komm auf den Kopf, Alter. Scheiße. Bah! Die Kampfläufer machen Hackfleisch aus uns. Gehen Sie zu einem KP und wechseln Sie zur Klasse Schwere Truppe. Okay. Schwere Truppe. Und Spinnenkampfläufer, ne? Nehmen Sie Ihren Raketenwerfer und geben Sie einer Spinne eine Kostprobe schweres Feuer. Okay, das wird diese Spinne hier sein, die ist schon geschwächt und da dauert es dann auch nicht mehr so lang. Das dauert schon noch lang genug. Ihr seht ja, die nimmt nicht gerade Musterschaden. Deswegen schmeiße ich jetzt noch ein paar Thermaldetonatoren hinterher. Bringt allerdings nichts, weil ich eh verfehle. Na, dann muss ich hier nochmal Munition sammeln. Ja, die Auflösung ist auch ein bisschen schlecht und Full HD sieht es nämlich fürchterlich aus. Da dachte ich mir, ne, ne, das lasse ich lieber. Das schadet niemandem, wenn wir das weglassen. Meister Windu ist auf dem Schlachtfeld eingetroffen. Oh ja. Mein Lichtschwert ist nützlich gegen diese Droiden. Reduzieren, wenn wir die Verstärkung der KUS ein wenig. Okay, das ist jetzt nochmal ein neues Feature von Battlefront 2. Und zwar die Jedi-Helden. Die haben eine begrenzte Anzahl von Lebensenergie. Und die sinkt auch immer wieder. Allerdings können wir durch Kills unsere Lebensenergie nochmal ein bisschen heilen. Das quasi sind Droiden hier unsere Tränke. Weil die Helden haben nämlich einen ziemlich unfairen Vorteil und das wurde durch die eingeschränkte Lebenskraft dann auch wieder ausgeglichen. Wenn ich nicht töte, bleibe ich nicht am Leben. So einfach ist das Gesetz des Jedi hier in diesem Spiel. So, 4 Droiden muss ich noch. Zack. Allerdings ist der sehr mächtig und ich kann auch meinen Lichtschwert werfen. Das habe ich ja gerade eben schon mal gezeigt. Geht schon ganz automatisch mit. Oh, und ich kann in den Abwehrmodus gehen. Das ist allerdings weniger nützlich für meine Zwecke. So. Mir reicht der Tod. Wir müssen die KUS zurückdrängen. Übernehmen Sie Ihren Bunker im Norden. Okay, das wird der hier sein. Oh, die machen hier aber auch alles dagegen, dass ich hier den Kontrollpunkt einfach einnehme. Stört mich allerdings wenig. Oh, die machen doch nicht so viel. Da ist ein derjenige Scharfschütze, sogar 2. Die wollen das Ding natürlich wieder zurückhaben, aber nee, nee, das machen wir hier nicht. So, schön wieder die Lebensenergie nachgefüllt und den gehört uns. Gute Arbeit. Möge die Macht mit Ihnen sein. Und mit dir, komischer Commander-Typ. Arsch. Gut, das war die Mission. Seht ihr, wie grazil wir die Mission beendet haben? Guckt euch mal den Windu an. Unglaublich. Aber die 501. überlebte den Schmelztiegel von Geonosis. Kampfgestählt und zu allem bereit, was der Krieg verlangte, ging sie daraus hervor. Tja, so, 52 Abschüsse, 0 Kills, so muss das aussehen. Ist jetzt nichts wirklich Besonderes, die KI ist nämlich dumm wie Stroh. Aber was soll's. Gut, Leute, damit machen wir mal hier fertig. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt Kampagne. Bis dahin, ciao.